Hallo Leute auf Qtube. Ich bin Helmut aus dem Landkreis Gifhorn. Wir haben 80 Milchkühe und diese Kühe haben alle einen Namen und eine Stallnummer. Da wir sie mehrmals am Tage melken und füttern, kennen wir alle Kühe noch persönlich. Allerdings benötigen wir für das Management der Herde auch einen sogenanntes Managementprogramm, ein Kuhmanagementprogramm. Und dieses gibt uns täglich Aktionslisten an die Hand, um die Kühe termingerecht besamen zu können zum Beispiel. Nach dem Kalben brauchen die Kühe eine Ruhezeit und dann sollen sie irgendwann eine Brunst haben, eine erste Brunst, dann wird die erste Besamung durchgeführt und so weiter und so weiter. Und dafür brauchen wir die Unterstützung des Computers. Und heute hat der Computer mir ausgedruckt, dass zwei Kühe trockengestellt werden sollen. Unsere Carina und die Rihanna. Was das bedeutet und wie das gemacht wird, das zeige ich euch im Kuhstall. Neben der Fruchtbarkeit ist die Eutergesundheit eine der häufigsten Ursachen für die Abgänge der Milchkühe. Für die Verluste aus der Herde. Und deshalb wird die Zeit des Trockenstellens genutzt, die Eutergesundheit zu verbessern und auf einem guten Niveau zu halten. Vor dem Trockenstellen dieser Kuh muss man aufpassen, dass sie jetzt sehr gut ausgemolken wird. Denn sie wird jetzt vor ihrer 6- bis 8-wöchigen Pause fürs erste zum letzten Mal gemolken. Das Euter ist jetzt schlaff. Meine liebe Birgit hat kontrolliert, ob es richtig ausgemolken ist. Das ist jetzt der Fall. Und gleich wird das Melkzeug abgenommen. Die Zitzen sind relativ sauber, wie ihr seht, werden aber nochmal mit einem Desinfektionstuch zusätzlich desinfiziert, um dann einen Trockensteller in die Zitzen einzubringen. Dieser Trockensteller bewirkt, dass keine Infektion während der Zeit, solange die Kuh dann nicht gemolken wird, im Euter auftreten. Es ist kalt geworden, Leute. Das hat jeder schon gemerkt, der